weiß, dahinter haben wir auch noch einen Baum gefällt, aber ich nehme gerade den hier. Und ich werde, glaube ich, echt ein bisschen schweigsamer, aber... Das kann ich nicht mehr tragen. Ah, ich muss die Blätter rausschmeißen. Aber ich glaube, es gibt auch nicht wirklich Spannendes noch zu erzählen. Da wir hier ja im Prinzip nur Dings da, Standardsachen machen. Wie sieht es eigentlich mit unseren Skills aus? Holzfällen schon 21. Na, das nimmt ja langsam Fahrt ab. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich die Bäume nie gefällt habe. Warum ich hier immer nachschaue? Na, ganz einfach. So. Ganz einfach da, wir nach einer Weile Bäume wieder anpflanzen können, wenn wir genügend Anpflanzgel haben, indem wir einfach einen Ast in den Boden stecken, was ich sehr realistisch finde übrigens. Und irgendwo hier haben wir doch einen Baum gefällt. Hier. Ich habe nicht mehr was jetzt? Platz. Wegen 6 Blättern. Boah, das sind 3 Bäume. Naja, den einen lasse ich da mal liegen. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, gehe ich eine Runde trinken. Und wir haben einen Einbaum, sobald ich die Baustelle wieder finde, die übrigens hier ist. Bumm, bumm, bumm. Ah, wir liegen noch falsch rum. Nein, ich will nicht da reinfahren. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Aber ich mach das lieber mal bei Tag. Ganz einfach aus dem Grund, da ich vermute, falls noch ein Hai da ist, sehen wir. Ach ja. Guck mal, Besuch. Hau ab. Falls noch ein Hai irgendwo da ist, würde der uns wahrscheinlich das Bein abbeißen, was wahrscheinlich nicht sehr gesund ist. Zumindest für die Beine. Das geht nicht. Ach so, ich will's essen. Wieso gibt's eigentlich für Essen keinen Shortcut? Oder kenne ich den einfach nicht? Ja, Angel haben wir dabei. Ja, müssen wir uns auf die 8 zum Beispiel legen. Achso, wir müssen immer noch rückwärts fahren. Scheinbar auch das nicht. Wie jetzt? Nicht echt jetzt. Jetzt haben wir uns so einen schönen Einbaum gebaut und dann verbuggt er sich da irgendwie drin, dass wir nicht mehr fahren können. Das Spiel will mich doch verarschen. Warte, ich drehe mich mal so rum. Okay, kann man den eigentlich schubsen? Nö, da läuft man dann einfach kommentarlos drüber. Alter! Jetzt habe ich mir dann so einen Einbaum gebaut, echt wahr. So, wo sind denn hier Fische im Wasser? Oh, Skorpion vergessen? Ich mag Skorpione nicht. Aber ich glaube, ich habe im Spiel mehr Angst als in echt vor ihm. Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Skorpion gesehen, aber ich glaube, die sind so klein und unscheinbar, dass die einem nicht wirklich grausam. Dass man sich da nicht wirklich fürchtet vor, wollte ich sagen. Hier sind auch scheinbar viele Fische. Zum Beispiel so ein total überbackter. Angeln, jawohl. Das Spiel hat es nicht. Wurm als Köder benutzt. Na, du bist mal freundlich.
Ja, Angel, macht Spaß, nicht? Angelt ihr auch so? Ja, ja, Wurm als Köder benutzt. Ich hoffe, den kriegen wir jedes Mal wieder, wenn nichts anbeißt. Wurm als Köder. Muss man da vielleicht auf den... aufs Meer halten? Oder können wir soweit nicht angeln? Da ist zumindest mal ein Fisch. Oh, eine Schildkröte. Eine Tiefseeschildkröte. Also ich will die jetzt aber nicht umbringen, da ich die ja nicht essen will. Essen haben wir ja... Wir sind schon verdächtig nah an dem Schiff. Weil die nur mal so kommentiert haben. Ja, nur eine Krabbe. Ich mag es irgendwie zu tauchen. Ach nee. Hier unten gibt's auch welche. Ach nee, ist ja süß. Ach ja, und ein Speer von uns. Ach ja. Ist das süß hier. Ach, auch so, dann brauchst du. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Wir brauchen ja auch noch Luft. Ist immer eine gute Idee, Luft anzuhalten, wenn man unter Wasser, also wenn man im Spiel unter Wasser ist, echt die Luft anzuhalten. Dann vergisst man nicht rechtzeitig aufzutauchen. Allerdings geht das im Let's Play irgendwie schlecht und wir... Alter, ich tauche in echt doch nicht so lahm auf, wenn ich Luft brauche. So, hier ist aber scheinbar nichts mehr. Eine Tiefseeschildkröte, aber die haben wir ja schon mal gesehen. Das mit dem Wasser baden gehen war aber keine so schlechte Idee, weil hier sind echt viele Muscheln. Das nimmst du schon. So, ich schau gerade nach, wie viele wir schon haben. 7, na immerhin. Weil wir schon 15 haben, vermute ich, wir brauchen so etwas über 10. So, einfach nur mal sicherheitshalber. 8, bei mir läuft. Aber mir hat gerade das Telefon geläutet, hat man wahrscheinlich gehört. Aber das ist ja auch nicht so. Oh. Ich bin so intelligent, das kannst du keinem Menschen erzählen. Ich lasse mich hier einfach mal von so einem Tele. 10 und 11. Und wir haben Hunger wie nochmal was, Durst wie nochmal was und ich gehe jetzt hier auch mal wieder aus dem Wasser. Also scheinbar, es will mir scheinen, dass Tauchen ziemlich an den Ressourcen zerrt. Also ich meine jetzt so an natürlichen, natürlich sowas wie Hunger essen und sowas, weiß das nicht, wie man das richtig nennt. Gut, dann trinken wir eine Runde. Trink, trink, trink. Dann, hey. SSS. Und dann schlaf, schlaf, schlaf. Und dann Zeug zum Stein leg, leg. Und scheinbar schon wieder weitermach, mach. Aber bevor ich das Zeug zum Stein leg, leg, ich einfach mal, Truhe anschau, anschau, anschau. Zeug nehmen, nehmen, nehmen. Also ab jetzt spiele ich komplett blind. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Oder Brot ist irgendwie sinnvoller. Ah, kriegen wir beides noch unter. Ein Zelt würde ich halt schon noch gern mitnehmen. Und dann kriegen wir vielleicht den Wein noch unter. Ich habe keinen Platz mehr. Ich meine für einen Wein? Nicht genug Platz. Okay, wir sind jetzt voll. Aber ansonsten Werkzeuge und sowas. Ja, außer dem Kescher und komm. Baumwolle haben wir nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das reicht und dass wir wieder auf eine etwas größere Insel mit etwas mehr kommen. Nein! Nein! Die spawnt das Zeug einfach mal!
Ich werd nicht mehr. Die spawnt das Zeug einfach mal. Das kannst du auch keinem erzählen. Ich tu hier ewig rum. Boah. Ich muss jetzt nochmal was ablegen, weil ich jetzt nur noch 12 hab. Die spawnt das Zeug einfach mal. Also, so eine Frechheit. Ey, mich ärgert das gerade irgendwie ein bisschen. Ich hatte ja schon so eine leise Vorahnung, aber ich habe mal einfach so gehofft, dass es nicht so ist. Ja, ich war... Alter, verlieren. Ah, wenn man sehr hungrig ist, verliert man übrigens sehr schnell Luft. Wollte ich nur mal gesagt haben. So ein Brot ist übrigens sehr nahrhaft, wie man gerade gesehen hat. Bringt allerdings nicht viel... Dings da. Ihr wisst schon was. Halt das Gegenteil von Durst, dafür gibt's kein Wort. Und irgendwie bin ich ziemlich begriffsstutzig aktuell. Ich muss unbedingt mal wieder länger schlafen. 6 Stunden sind einfach nicht ausreichend. Wenn wir da so eine fette Schildkröte drauf legen, zieht das doch bestimmt als 5. Alter, wir kriegen voll Durst, wenn wir hier tauchen. Ist ja mal ganz extrem. Du kannst richtig zuschauen, wie der Durstbalken voller wird. Und was ich jetzt vor allem extrem finde, dass das jetzt alles umsonst war, was ich schon gesammelt habe im Vornherein. So alles, was so am Strand rumlag, ist halt alles weg jetzt. Grins. Nicht. Aber trotzdem finde ich die Story cool gemacht. Boah, auch wenn ich halt jetzt hier alles Zeug verloren habe. Aber auch die Fische, die wir halt hatten, gell? Und ich kann ja Fische aus irgendeinem Grund nicht angeln. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach zu blöd dazu bin, aber... Hier sind auf jeden Fall noch Muscheln. Und noch eine Muschel. Und aufgetaucht schnell. Also ich werde echt immer schweigsamer. Immer schweigsamer. Vielleicht sollte ich mir einfach mal wieder schnell ein gutes Thema überlegen. Was da wäre. Das machen wir so. Ja. Kapitalismus und Umwelt ist jetzt echt schon ausgelutschtes Thema. So kann man übrigens Pausen auch gut füllen. Dass auch nie 2 Muscheln rauskommen aus so einer Muschel, finde ich schon schwach. Aber ich glaube, wir finden auch so noch genug Muscheln, um die Story möglichst bald fortzusetzen. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt Fische. Nein, hoffe ich mal nicht, weil das würde ja echt ewig dauern. So, wie viele haben wir jetzt? 26, jawohl. Oh, der wollte nicht sterben. Frage ich mich, wieso will der? Komisch. Die Karte. Haben wir ja gelernt, dass wir... Also, hat uns in dem Fall nichts geholfen, aber... Dass sie sich automatisch... Da ist noch ein Affe drin. Sehe ich doch genau. Ja, wusste ich doch. Egal. Das wäre die Karte. Achso, haben wir eh dabei. Aber ich würde gerne noch die Felle mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Ich habe nicht mehr genug Platz. Was man nicht gebrauchen kann, sind 3 Feuersteine. Da reicht ehrlich gesagt einer. Wie schwer Feuersteine. Eine Schaufel ist, braucht man ziemlich sicher. Gold weiß ich gar nicht. Ist wahrscheinlich eh zu schwer. Ah ne, ein Beutel würde noch reingehen. Und sonst haben wir eigentlich nichts, was wirklich selten ist. Ich glaube, ich... Obwohl, doch. Kann ich die Federn da alle noch reinhauen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass wir jetzt mit der... Ich gehe noch schlafen, was essen, was trinken und dann weiter. Ja, das ist leider so, dass man halt sich auch mal um die Grundbedürfnisse kümmern muss hier. So ein Brot ist fast schon Verschwendung, aber... Schlafen.
Und weiter geht's. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch hier irgendwie auch von den Piraten reingelegt wurden. Und das ist, was weiß ich, ein Werbegag oder sonst irgendwas. Werbegag ist wohl nicht. Ja gut, ich brauche 57 Kinder des Meeres. Das sollte jetzt aber nicht das Problem sein.